Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir sind hier immer noch auf unserer langen Expedition. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil wir müssen so einen großen Roten hier im Nahkampf besiegen. Mal auf uns aufmerksam machen. Okay, der ist auf uns aufmerksam. Jetzt erstmal hier verstecken. Wir haben nämlich unglücklicherweise keine Munition mehr. Und ich weiß nicht, was der im Nahkampf so drauf hat. Nicht so viel, wie es aussieht. Oh, scheiße, vielleicht doch. Warte, da kommt er. Geschafft. Okay. Gott sei Dank haben die nicht so extrem viel Leben und Gott sei Dank ist unser Xenobasher ziemlich böse. Schrauben, Drähte, Gegner. Komischer Hornissenverschnitt. Platinen. Schwere modulare Rahmen. Jetzt sind wir wirklich. Okay, nein, sind noch nicht ganz voll. Wo kommen wir denn rein? Da kommen wir Theo. Oh. Oh, eine Festplatte. Cool. Das hat sich mal ausgezahlt. Wir konnten sowas mal öffnen, endlich. Verstärkte Eisenplatten. Das war sowas scheinbar hier. Oh Mann. Wir müssen dringend schauen, dass wir die Gasmaske bekommen. Das ist ganz wichtig jetzt nochmal. Wenn wir die endlich mal haben, dann können wir endlich in dieses ganze giftverseuchte Gebiet. Nein. Das hört man hier so komisch rumkratzen. Aha, okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Wenn die da sind, gehe ich woanders hin. Hier braucht es mich gar nicht aufregen. Das Artefakt interessiert mich nicht, weil damit können wir eh nichts machen. So, wir machen es jetzt mal am Heimweg in diese Richtung hier. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Kleiner Lag. Hallöle! Ha! Oh, da war ein großer. Aber es macht nichts. Leben und leben lassen, ne? Der ist Gott sei Dank nicht so aggressiv. Und schnell weiter, bevor er seine Meinung ändert, ne? Vier gelbe sind 8 plus 6 grüne sind insgesamt 14. Da, okay, 15. Machen wir was? Schauen, wo wir hier eigentlich sind. Ein bisschen Übersicht verschaffen wieder. Waren wir hier schon mal in der Gegend? Hm. Ah, das ist das, wo wir gestorben sind, oder? Ja, genau, da oben ist die gelbe Schnecke. Okay, wir sind wieder hier. Dann sind wir bald zu Hause. Wir haben ganz schön was durchgemacht. Meine Fresse, was war das für ein Ausflug? Aha.
Ah, ja, aber da waren wir doch schon mal. Wir konnten hier damals nichts machen. Oder war das das im Wasser? Genau, das muss es sein. Schauen wir hier, Steel Beams haben wir ebenfalls nicht. Oh, und Energie. Stimmt, das war recht schwer. Wieso braucht man irgendwie Strom hier? Muss man. Okay, gut, man kann einfach einen Generator bauen, eine Kohle reinwerfen. Oder einfach nur den kleinen. Den kleinen da, Biomassebrenner bauen. Dann geht's schon, der produziert eh genug und dann kann man schon öffnen. Oh, wir sind offensichtlich voll. Ja, wir sind voll. Warum ist so einer hier? Hallo, wir sind auf dem. Hier findet man den roten schon. Dass die Leute abschrecken oder was? Ja, das ist definitiv einer. Oder spawnen einfach stärkere Gegner mit der Zeit. Das könnte theoretisch auch sein. Er wird uns gleich entdecken. Das ist nicht gut, wenn er uns entdeckt. Erstmal ein bisschen weglaufen. So, alles wieder auf den Weg nach Hause. Da hinten sind wir ja schon zu Hause. Und da war schon ein Roter zu finden, oh mein Gott. Schon heftig. So nah an unserer Basis. Oh Mann, wir sind irgendwo da hinten gelaufen, da weit rundherum und kommen hier wieder zurück. Schon krasser Ausflug. Und es läuft noch alles, wie man sieht. Sehr schön, das heißt, wir haben genügend Kohle, das hat hinkauen. Wir haben auch genug Brennstoff. Okay, an den. Okay, wir haben zu wenig von den Encased Beams, offensichtlich. Wie denn das? Nein, okay, er produziert nur 4 pro Minute. Scheinbar haben wir schon alle verbraucht, ha? Huh? Toll. 4 pro Minute und er braucht. Mehr ist das Doppelte. Und auch die. Die Rahmen sind schon alle weg. Okay, es sind noch genug Encased Beams da, aber wir müssen hier wohl ein bisschen übertakten, aber das können wir jetzt, Gott sei Dank. Wir haben ja einiges an Zeugs mit. Was sagt die Power? 600 Megawatt werden verbraucht. So, okay. Wie sieht's mit Kunststoff aus? Okay, wir haben genug Kunststoff offensichtlich. Oh, wir haben mehr als genug Kunststoff. Okay. Wie kann das sein? Okay, wir haben genug Computer gebaut offensichtlich. Das heißt, wir werden die mal lagern. Irgendwo. Zu teuer. Wenig Eisen an. Mhm, zu wenig.
Gut, das erste, was wir mal übertakten, ist das Eisen hier. Da haben wir hier mehr als genug, wie es ausschaut. Hier. Mit 45 sollten wir doch ein bisschen mehr zusammenbringen jetzt. Das ist ja der Grund, warum wir hier immer zu wenig haben. So. Jetzt sollten wir aber alles haben. Da geht's wieder los mit der Produktion. Oh oh. Nein, wir haben aber genug. Okay, wir haben genug. Es ist hier jede Menge drin. Gut. Passt. Es läuft. Was brauchen wir? Wir brauchen Gewebe mal. Viel Gewebe haben wir hier aber nicht. Okay, das liegt aber daran, dass wir zu wenig Blätter haben ansonsten. So, Gewebe. Ist in dem Part noch fertig? Ja, knapp. Stufe 6, achso, das haben wir schon. Das Jetpack ist das nächste. Hey, das ist ja ganz easy sogar für uns. Mittlerweile. Da stauen sich schon die Motoren. Ist hier irgendwas übertaktet? Nein, gut. Aber das brauchen wir nicht, ganz ehrlich. Wir haben so viele Motoren. Also, bitte, liebe Entwickler, fürs Balancing Motoren hat man schnell mal genug. Ja. Haben wir überhaupt einmal zu wenig? Ja, am Anfang haben wir sicher darauf warten müssen, aber mittlerweile sind Motoren kein Problem mehr. Möglicherweise sind es die Computer später auch nicht mehr. Wenn die Produktion mal vernünftig läuft, dann läuft's. Ganz einfach. Das Computer und jetzt noch die schweren Rahmen. Davon haben wir auch so viele. Auch die Produktion läuft mittlerweile. Nicht optimal, aber sie läuft. Braucht er von denen auch nicht allzu viele. Jetpack! Wird einiges einfacher machen. R&D inflated your pocket dimension and has provided a jetpack which operates on oil-based fuel for increased navigational capabilities as well as odds of survival. Jetpack. Kunststoff und Gummi. Holen wir uns mal wieder etwas Öl. Ah, hier kommt schon deutlich mehr daher. Funktioniert schon. Und hier sind wir mit Öl ziemlich voll. Was aber eh gut ist. Platten. Kommen hier keiner mehr irgendwie. Okay, wir haben jetzt zu wenig Eisenplatten offensichtlich. Aus welchem Grund auch immer, es hat sich eigentlich nichts verändert, also verstehe nicht warum. Aha. Weil hier zu wenig Eisenerz ankommt scheinbar. Ja, hier gibt es immer wieder mal einen Ausfall an Eisenerz. Aber warum? Der braucht 45. Der braucht auch 45. Und der liefert 90. Passt eigentlich genau, oder? Ich weiß nicht, ob in Mathe zunehmen mit einer mit 3 maturiert, aber so weit kann ich schon noch. Ich hoffe,
offensichtlich stimmt das mit den 90 nicht genau. Aber es könnte vielleicht daran liegen, dass wir hier 45 haben. 45 und hier haben wir 90,0. Wobei 90,0 müsste eigentlich erst 90 und ein bisschen mehr und nicht ein bisschen weniger. Aber gut. Um die Encased Beams sollte man sich vielleicht nochmal kümmern. Weil offensichtlich haben wir die mittlerweile dann alle weggefressen. Aber gut, jetzt brauchen wir erstmal Gummi. Gummiproduktion haben wir mittlerweile noch gar keine dabei, weil wir es noch nicht brauchen. Oh man, mittlerweile wird es schon ganz schön warm herin. Ich nehme ja schon ganz schön lange auf. Ich glaube, zwei Stunden oder so. Und es ist ganz schön warm. Aber das Ding fordert die CPU schon ordentlich. Jetpack! Und diesen Medical Inhaler können wir auch gleich bauen. Sehr schön. Ist man nur durch Speckbeize begrenzt. Zur vollständigen Wiederherstellung. Oh, sorry. Ups. Oh Mann, ich brauche dann echt mal eine Aufnahmepause. Filter brauchen wir dann natürlich auch. Was brauchen wir für Filter? Kohle, okay. Aktivkohlefilter. Huh? Okay, das haut hin, das passt. Liefert allerdings nicht ganz so viel scheinbar. Oder nimmt er nochmal? Nö. Okay. Kohlelieferungen sind nicht so extrem viel. Aber sie werden wohl erstmal genügen müssen. Okay, für Filter brauchen wir auch Gewebe. Gasmaske. 50 Gummi und 10 Gewebe. Nein! Achso, wir brauchen nur. Okay. Brauchen wieder Pflanzen dafür. Hä? Was? Das sind die. Ich bin verwirrt. Gewebe werden wir noch einiges brauchen wahrscheinlich. So, und mehr Gummi. Ah, Filter kann man auch hier craften. Und noch mehr Ausrüstung. Ich schätze halt auch mal... Genau, das kommt hier hin. Aus der Höhe nehme ich Schaden schon. Womit fliegt denn der eigentlich? Okay, da brauchen wir Brennstoff. Okay. Damit können wir halt nicht alles auf einmal nehmen, nicht alle Ausrüstung auf einmal, was sehr schade ist. Na gut, aber solange unser Inventar voll ist, ist es ziemlich schwachsinnig, da rauf zu marschieren. Oh, hier haben wir auch zu wenig Eisen, wie es ausschaut. Definitiv. Dadurch erzeugen wir auch weniger von den Encased Beams. Und das ist nicht gut. Ah gut, wir haben einiges an Kalkstein mit, das können wir ja mal dahin verfrachten. Wir haben hier eher ein bisschen zu wenig immer. Okay, der nicht, der mittlere wird von beiden Seiten gefüttert, der hat immer genug. Aber ich glaube, wir haben mehr als genug Beton. Es wird immer mehr. Und dann passt das schon. Gut, das heißt, man muss sich angewöhnen, die Ausrüstung nicht anzutauschen, wenn man sie braucht.
Oh, sehr viele Rotoren. Die wir ja für irgendwas gebraucht haben. So, dann haben wir die erste Gasmaske angelegt. Oh, ist natürlich auch schwer, es zu klettern so. Okay. Aber wie kommen wir da hoch? Puh, die Filter verbrauchen sich auch ganz schön schnell. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Ach komm. Kann man gar nicht drauf. Also das Gift hier ist eigentlich nur da, um dir zu zeigen, als Spieler, hey, Vorsicht. Hier ist Gift. Autsch. Was ist mit unserem Truck dort eigentlich? Okay, der Part ist dann auch schon zu Ende, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, unser Truck kommt hier nicht. Der bewegt sich nämlich nicht. Irgendwas ist hier faul. Treibstoffprobleme sollte er dann für sich nicht haben, aber nachdem wir lange da eigentlich nicht wirklich viel Turbodraht verbraucht haben, müsste hier eigentlich alles voll sein mit Katerium-Erz und das ist es nicht. Und er steht nicht hier und wartet. Also muss hier irgendwas faul sein. Hat es ihn umgeworfen oder so? Würde mich nicht wundern bei dem Weg, ne? Oh ja, er ist hier ganz nah. Den hat sich schon bei irgendwie umgehauen. Oder ist er hängen? Naja, da ist er hängen geblieben. Da haben wir ihn ja schon. Und er ist leer, okay. Warum? Wie kann der. Achso, er ist sicher hängen geblieben und dann leer geworden. Oder? Nö. Ja, keine Ahnung. Er fährt jetzt wieder, er hat wieder Treibstoff. Gut, Freunde, das war's dann auch für diesen Part. Wir sind erfolgreich von unserer Expedition zurückgekehrt. Wir sind nicht draufgegangen dabei. Überraschung, nach dem, was wir so gesehen haben. Nicht wirklich einen neuen Gegner, der schwimmen kann. Ja, und Stufe 3 von diesen komischen Feuerspuckern da. Zweimal gleich. Oh Mann. Ah, da oben ist doch eine Schnecke, okay. Aha. Ja, was geht da nicht? Ich kann nicht mit dem Jetpack rauffliegen und die Gasmaske tragen. Ah, keine Ahnung. Gut, wir haben es auf jeden Fall geschafft und ich denke mal, ich habe jetzt auch wieder genug Parts, dass ich länger nicht aufnehmen muss und hoffentlich. Hier hat sich noch nichts verändert. Hoffentlich gibt es bald ein Update, dass wir weitere Sachen machen können, weil wir haben eigentlich fast alles erforscht. Also fast, ja, wir haben noch nicht alles, aber toll. Schauen wir mal. Weil entweder wir sehen uns im nächsten Part wieder in einer abgedateten Version. Also in einer abgedateten Version auf jeden Fall, also wollten wir da noch reinschauen. Gewebe. Festplatte haben wir auch. This fabric is suitable for the creation of parachutes. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Stimmt, es gibt ja hier Ding an Fallschirme, die man daraus craften kann. Bin ja richtig begeistert. Gummikabel. Okay, sind aber nur Kabel mit Gummi. Wahrscheinlich produziert man da deutlich mehr und effizienter vielleicht. Auf jeden Fall egal. Wie gesagt, entweder sehen wir uns im nächsten Part in einer normalen, abgedateten Version oder in der experimentellen Version. Das muss ich das einfach mal anschauen, was sich da getan hat, ob sie wirklich anderes gibt, verschiedenes, neues gibt, da kommt der wieder zurück. Ja, und ansonsten gehen wir vielleicht auch ein bisschen erkunden, jetzt wo wir Jetpack und Gasmaske haben und so. Und ein bisschen wissen, was wir für Zeugs brauchen für so abgestützte Schiffe. Das sind ja, glaube ich, solche hier, die da abgestützt sind.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.